Meine Nummer ist Sascha Holly. Ich bin Musiker, ich bin auch Produzent. Und gerade an der Rolle bin ich das Projekt heute. Sud Orange ist ein Projekt, wo wir am CHNP an der Orangerie waren bei den Jugendlichen. Und es ist am Anfang darum gegangen, für Martinen zusammen einen Track zu produzieren. Da tät ich doch wirklich den ganzen Track Martinen zu schreiben, Lyrics Martinen zu schreiben und dann nur noch ein Video dazu zu machen. Der Prozess war am Anfang so, dass sie, es gab verschiedene Intervenoren von unserer ASBL, HHBOL, Hip-Hop-Based Education in Luxemburg. Und es war am Anfang so, sie haben am Anfang angefangen, mit einem Rapper zu schaffen, für dann Texte zu schreiben. Das ist dann der Forsan. Er ist dabei gegangen, er hat eben zusammen mit ihnen geguckt, was geht es genau, was wollen sie suchen, was wollen sie schwatzen. Und ich habe mit ihnen zusammen Lyrics geschrieben, hat ihnen aber auch beigebracht, wie ich die Lyrics dann in Form von Rap eben dann umsetzen kann. Und ich habe dann parallel angefangen, schon ein bisschen einen Track zu schaffen oder Ideen. Und da sind ich eben bei sie gekommen an das Studio, wir haben ein mobiles Studio aufgebaut bei ihnen an der Orangerie. Und dann habe ich eben zusammen mit ihnen geguckt, okay, was genau geht den Track, was für Elemente bringen wir an den Track ran. Und dann haben wir Martine verschiedene Instrumente angespielt und haben Ideen zusammengesetzt, bis wir dann eben zusammen den Song hatten. Meine Intervenanten, die mitgemacht in diesem Projekt, waren dann für dich, also chronologisch war dann den Forsan, den Martine den Lyric und den Rap-Deal gemacht hat. Ich bin dann zugestoßen und haben Martine den musikalischen Deal gemacht, das ist den Beat kreiert. Und ganz zum Schluss ist dann den David LaPlante dabei gewesen, den sich dann im Video gekümmert. Das bedeutet mir grundsätzlich ganz viel bei so einem Projekt mitzumachen. Speziell, wenn ich merke, es braucht immer ein bisschen Zeit für mit den Jugendlichen. Es braucht ein bisschen Zeit, bis sie sich frei machen können. Und bis ihr merkt, was handelt der Fassade halt sticht. Und es sticht immer ganz, ganz viel. Und, weil so flott ist in diesem Projekt, fand ich, dass von der Biskage-Seite sich abmachen kann und 100% ehrlich man sie kann, dann entstehen wunderschöne Sachen. Und hier eben, als das zum Teil an den Lyrics geschieht, das aber auch an der Musik geschieht, das ist zum Teil auch relativ schwer gewesen, weil die Texte ziemlich deep waren und teilweise auch ganz traurig waren. Aber ich habe dann einfach gemerkt, wie gut es ihnen gedauert hat. Und wie gut es alles alle getan hat. Und allein dadurch, dass so ein Projekt schon da wäre. Bei Limiten, die größte Limit ist immer Zeit. Das ist immer das größte Problem. Es hat ja eine begrenzte Zeit für so ein Projekt mit den Jugendlichen zu machen. Und das ist auch immer das größte Problem, die größte Challenge eigentlich. Wo ihr muss gucken, okay, es hat ja eine gewisse Zeit für sich kennenzulernen, für das Vertrauen zu gewinnen. Das ist extrem schwer, weil das am allgemeinen Leben schon nicht so einfach für mit einer Person, die ihr noch nicht kennt, Vertrauen direkt abzubauen. Und hier den ganz, ganz limitierten Zeitschüsse. Und sie sind am plus an ihren gewinnenden Umkreis, wo sie schon eine Gruppe sind, sich kennen. Und wir stoßen dazu und sie kennen das nicht. Das ist immer ein bisschen kompliziert, aber das ist aber wie so oft, dass es auch passiert. Und das ist wie gesagt, dass ihr von den schönen Momenten, wenn ihr merkt, dass es dann noch mit Blumen abgeht. Mit das ist halt die größte Kontrainte. Eine Kontrainte, die wir auch hatten, die an so Plätzen natürlich ein bisschen mehr speziell ist wie auf anderen Plätzen, als dass man halt beim Filmen, man dürfte kein Gesichter filmen. Das heißt, da muss man aufpassen, wenn wir das Video hier noch drehen. Aber denn David hat eine exzellente Idee, für den Problem zu deviieren. Also ich war leider nicht dabei, wie sie das Lied gewiesen haben, weil das war fast, wo sie das Video gedreht haben. Und ich habe eben den Mix vom Lied gemacht und aber extrem viel Arbeit noch drauf verbracht, für halt Rektifikationen zu machen, für die Stimme ein bisschen zu regeln, für das Arrangement doch zu machen vom Song. Weil wie ich bei ihnen war, haben wir halt abgeholt ganz viel, aber das Arrangement vom Lied war nicht gemacht, sie haben nie das fertige Lied hören. Und wie denn David bei ihnen war, für den Video zu drehen, hat er mir eben ihre Reaktionen ein bisschen geschickt und war ziemlich überwältigend. Sie waren halt extrem, extrem froh. Sie waren immens stolz
ob das was sie gemacht haben, sie dürfen noch hohe Stolz auf sie sind. Das sind, sind wirklich für Leute, die noch nie Musik gemacht haben, die noch nie gerappt haben, die noch nie ein Lied geschrieben haben, das ist wirklich außergewöhnlich gewesen. Und ich meine, sie sind alle gut in einem Strich wirklich, wirklich froh am Projekt. Also das Projekt hat extrem viele Benefizien. Wenn man nur mal allein guckt, ob ihr seid, ich meine, Jitfrey hat ein Problem am Alltag. Wir behindern uns vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr stark, auch, wie das sich nur draußen ausdrückt und draußen, wie sich nur draußen manifestiert. Sie sind auf einem Platz, wo sie geschlossen sind, wo sie nicht zu allem Moment können einfach rausgehen. Sie leben noch schon kompliziert genug. Und wenn dann eigentlich kurz die Tür abgeht und sie ein bisschen Laut von draußen kriegen, rauskriegen, wenn sie für alle auch mit ihrer Kreativität in ein Projekt involviert, gehen das extrem flott. Ich merke denen, wie viel ihnen das bedeutet, was das wirklich am Strich für sie ist. Die Lyrics, die geschrieben wurden, sie konnten komplett ehrlich und offen so, was sie denken und was ihnen im Herz liegt. Das ist eine Opportunität, die man nicht all das kriegt und die extrem, extrem wichtig ist. Immer. Das ist wirklich, wirklich wichtig, so Projekte zu machen. Das ist immer eine neue Challenge mit den, was ihr am Strich dabei rauskommt, ist oft dasselbe Resultat und das sind 100% ehrlich an eine schöne, warme Offenbarung. Das ist wirklich cool. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen und einen kleinen Dokumentarteil von den Beatles auf YouTube. Merci.